Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Planet Nomads. Ja, ich habe einen Kommentar bekommen. Ich glaube, der gute Mann heißt Roger oder Roger Sharp. Und er meinte, wir sollten hier oben noch ein Scharnier hinbauen. Gut, dann würde ich mal sagen, das sollten wir mal machen. Die Achse ist es nicht. Und die Achse drehen geht dann nicht. Ja, die Achse ist nicht, die Achse ist es. So, jetzt geht er da schon mal dran. Ne? Jetzt machen wir da noch ein paar Steine. Und da ist es jetzt so da dran. Ne? Ich glaube schon, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, ob die Tür auch aufgeht, ne? Ja, auf der Ecke durch und dann geht's auch wieder auf. Jetzt müssen wir hier mal gerade gucken. Sieht so aus, als ob das geht. Wow. Nochmal schauen, dieses Scharnier da oben hält. Sieht aber so aus, ne, oder? Nee, da ist was nicht richtig dran. Ne? Das ist auch verkehrt. Jetzt nochmal. Bricht sich die Tür noch? Ja. Hält das jetzt? Sieht so aus, als ob es jetzt funktionieren könnte, ne? Ne, das war schon richtig. Ne. Jetzt ist sie doch tatsächlich Tür zugeblieben, oder? Ja, jetzt wird sie wieder auf, oder? Nee, ist tatsächlich zugeblieben, du glaubst es nicht. Ja, da geht's auf. Jetzt müssen wir da gucken, dass wir da nochmal hinkommen. Um das Scharnier zu setzen. Oh. Ah, das da oben hält doch nicht. Komm schon. Geht nicht. Auch nicht geklappt da oben. Ist jetzt dran oder nicht? Nein. Schwierig wird das da oben. Auch wieder nicht. Das funktioniert so nicht. Bis jetzt noch nicht, sagen wir es mal so.
So. Das hat schon mal funktioniert. Die Tür geht jetzt zu und der Stein ist nicht fest. Und ich glaube, der ist auch nicht fest. Okay, die Tür ist zugeblieben. Ja. Ja, der hat auch nicht gehalten. Ich sehe jetzt nicht den Punkt, wann der da fest sein könnte. Jetzt. Tja. Gucken. Oh, ich glaube, jetzt ist er dran. Und ich glaube, den hier, den müssen wir leider wieder wegmachen. Weil der geht so nicht dran. Jetzt geht der, aber so nicht. Geht er da hinten hinter wenigstens? Ja. Damit wäre der jetzt vielleicht sogar richtig dran zu klemmen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder reinkommen und die Tür einmal aufschieben. Tür geht auf. Geht ein bisschen schneller auf. Also das sieht eigentlich relativ gut aus, ne? Jetzt müssen wir mal schneller gehen. So. Schwung geben. Anschauen. Ja, das ist definitiv fest. Okay. Ja, it works, I think. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es dafür erstmal reichen. Wir wollten eigentlich eine Spritztour mit unserem Auto machen. Müssen wir mal gucken, ne? Einfach mal einsteigen. Obwohl, stellen wir nochmal aus. Wir gucken erstmal, wo sollten wir denn langfahren? Wir haben ja schon mal eine Spritztour gemacht und da hoch ist schon mal schlecht. Da hinten ist es sehr bergig. Also hier in diesem Bereich sieht es noch irgendwie am besten aus, ne? Obwohl da vorne auch wieder ein Berg ist. Da geht die Sonne auf. Sehr schön. Gucken wir mal, dass wir nach Osten fahren, oder? In den Sonnenaufgang hinein. Aber ob das geht, ist die nächste Frage, ne? Sieht jetzt gerade so aber aus. Sonne. Wir gucken einfach mal hier. Dann fahren wir jetzt Osten, ein bisschen südlich. Ost-südlich.
da kamen dann nur noch ein paar Bäume nach. Da kommt entweder der Rechner nicht nach oder es ist halt noch nicht optimiert. Da fahren wir mal hier weiter rum. Kommen wir an dem Baum vorbei. Ja. Da geht's auch nicht lang, oder? Da vorher? Ja. An diesem Weg? Okay. Bisschen holprige Strecke hier. Müssen wir gerade aussteigen. Ich hier noch den Dingen sehen. Wie? Kein Strahl da. Okay, das ist dann halt riskant. Da müssen wir mal mit leben. Funktioniert halt nicht anders. So, weiter geht's. Okay, hier ist Sackgasse. Gucken, ob wir da vorbeikommen. Obwohl, da ist auch wieder so ein Geäst. Okay, der ist kaputt gegangen. Und ist ein bisschen Quälerei hier lang, ne? Jetzt über den Stein. Das geht. Das sieht jetzt nicht gut aus, was wir da gerade gezaubert haben, ne? Hier passiert jetzt nichts mehr. Shit. Festgefahren. Auf dem Stein. Ganz schlecht. Aber wir können den ja abbauen, ne? Gut. Okay. Okay, hier sieht es doch ganz gut aus. Okay, da nicht mehr. Dann müssen wir vielleicht den Berg ein bisschen hochfahren. Also die insgesamt Richtung ist Osten. Bock. Okay. Da ist eine Lücke. Und da sind lauter Steine. Irgendwo nebenher. Da. Okay, der Baum fällt. Kommen wir da durch? Ja. Und hier ist eine ziemlich schöne Fläche. Oh. Also flach. Sieht doch ganz gut aus hier, ne? Oder? Aber... wir sehen den Wald nicht mehr. Da ist er. Gut. Aber
Ich denke mal, dass wir hier auf dieser Ebene erstmal warten werden, die Folge hier beenden und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und euch das dann mit anguckt. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!